Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren chinesischen Füllfederhalter vorstellen, und zwar den D-Like Alpha. Jetzt werden einige von euch sagen, D-Like Alpha, den kenne ich schon, ist so ein Ganzmetall-Taschen- oder Reisefüllfederhalter. Ist jetzt nicht wirklich was Neues. Ja, da haben alle recht, aber ich habe hier ein ganz anderes Modell. Und zwar habe ich hier eine Version, die ist relativ selten in China zu finden. Also auf AliExpress habe ich ihn bekommen. Und zwar ist diese aus Acrylharz. Und genau diese möchte ich euch heute hier vorstellen. Und zuerst werden wir die gemeinsam auspacken. Ich habe nur mal hier ist der Umschlag, so ist er angekommen. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, da ich sehr viele Sachen in China bestelle. Dass es auch der ist, auf den ich gewartet habe, damit wir hier dann auch das gemeinsame Auspacken machen können. Dann werde ich euch so ein bisschen was über die Firma D-Like erzählen, den Füllfederhalter mit euch gemeinsam beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewichte, dann kommt der Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefallen hat, was mir weniger gut gefallen hat. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Dann fangen wir mal an, den Füllfederhalter gemeinsam auszupacken. So, dann packen wir ihn mal gemeinsam aus. Hier seht ihr nochmal die Tüte. Die legen wir jetzt mal an die Seite. Da könnt ihr auch schon darunter, hier ist nochmal in Luftpolsterfolie eingepackt, könnt ihr auch schon diese wunderschöne Metallschachtel erkennen. Das ist typisch für die D-Like, finde ich sehr schön. Ist auch der Marke angemessen, die ist etwas hochpreisiger. Und wird dann eben auch sehr schön verpackt und so auch, wenn die Boxteil ankommt, ist es natürlich auch eine schöne Sache, wenn man den dann darin aufheben kann in so einer Metallbox und nicht eine Pappbox hat, wie viele andere Hersteller das machen. Dann werden wir mal sehen, dass wir das hier vorsichtig öffnen. So, wickeln wir das mal aus. Ja, die hat den Transport ganz gut überstanden, muss man sagen. Nehmen wir auch mal beiseite. So sieht sie aus. D-Like Writing Instruments. Und dann seht ihr schon hier stilisiert der Füllfederhalter, und der eine oder andere von euch wird sich jetzt an den Caveco Sport erinnert fühlen. Also man kann und muss eindeutig sagen, das ist ein Caveco Sport Clone. Aber nichtsdestotrotz hat er auch Vorteile, aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ja, zur Marke selber. Die D-Like ist eine chinesische Marke. Relativ jung, im Internet habe ich als ersten Auftritt 2017 gefunden. Kann ich jetzt nicht verbürgt sagen, ob das so ist. Er ist etwas im höherpreisigen Segment. Also so wie er hier vor euch liegt, habe ich ca. 30 Euro bei AliExpress dafür bezahlt. Und damit liegt er so schon deutlich über den Marken wie Jinhao, Baoer und wie ihr sie alle kennt, Lanbitu fällt mir jetzt gerade noch ein. Also das ist schon eine andere Liga, in der dieser Füllfederhalter hier spielt. Aber wie gesagt, ist auch eine andere Aufmachung. Dann denke ich mal, schauen wir uns mal diese Metallbox hier an. An der Seite ist nichts drauf. An der anderen Seite auch nicht. Hier hinten haben wir ein bisschen was drauf. Die D-Like ist das Einzige, was ich lesen kann. Und irgendwas mit 2011. Also, ich habe keine Ahnung, was da steht. Alle sind chinesisch. Ich halte es mal ein bisschen näher dran. Da könnt ihr das nochmal genauer sehen. Wenn es einer von euch übersetzen kann, freue ich mich drüber. Und scheint mir wie so eine Art Siegel zu sein, das die Originalität von D-Like bezeichnet. Weil, ihr wisst es, von dem D-Like Alpha aus Metall, den gibt es aus Kupfer, den gibt es aus Aluminium und aus verschiedenen anderen Materialien, aber alles Metall. Da gibt es auch von dem Caveco Sport ist der D-Like der Nachbau, und auch vom D-Like gibt es dann wieder Nachbauten. Also es ist alles so ein bisschen, jeder schaut da, wie er noch irgendwie an dem Markt noch ein paar Füllfederhalter loswerden kann. Na gut, also so sieht die Kiste erstmal ganz
ganz nett aus. Hier ist ein bisschen eine matte Stelle dran. An den Ecken. Ja, dann werden wir die mal öffnen. Wie gesagt, ich habe es selber noch gar nicht aufgemacht. Bin selber ganz gespannt, wie das jetzt hier drin ausschaut. Wow. Was ich auch schön finde, bevor wir hier nochmal reingucken, es ist also so erhaben gemacht, reliefartig, die Like, wie auch der Füllfederhalter. Also ich finde, das ist ganz toll und qualitativ absolut hochwertig gemacht. Ist auch eine stabile Metalldose. Ja, das ist er. Der Delike Alpha in der Farbe Ice Crystal Blue. Der ist komplett aus Acrylharz. Hat hier den Clip. Und da ist das Delike Logo drauf. Ich führe es mal ein bisschen näher ran. Da könnt ihr es sehen auf dem Clip. Delike. Ja, was das heißt, habe ich keine Ahnung. Das Ganze ist hier mit einem Samt ausgestattet, der auf einer, ich würde sagen, Hartschaumplatte aufgeklebt ist. Also sieht sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Dann nehmen wir den Füllfederhalter mal heraus. Mal gucken. So. Ja, kein Schwergewicht, war auch nicht zu erwarten. Von der Form her identisch mit den Metall. Varianten von Delike und von den anderen, die ebenfalls den Caveco Sport nachbauen. Dann legen wir ihn erstmal nebenhin. Schauen wir uns die Schachtel nochmal an. Mal gucken, ob man hier was rausnehmen kann. Das sieht nicht so aus. Gucken, ob wir es vielleicht beim ersten Mal gleich kaputt kriegen. Nein. Ich hoffe nicht. Nein. Also hier kann man nichts rausmachen. Darunter ist auch nochmal wie so eine Hartfaserplatte. Das, was hier so leicht orange ausschaut. Da ist auch nochmal weich gelagert. Also alles in allem muss man sagen, ist der Füllfederhalter sehr gut verpackt und gefällt mir schon mal sehr gut. Und das ist so das, was wir jetzt erstmal hier beim Auspacken sagen können. Und da kommen wir als nächstes dann dazu, dass wir uns die Bestandteile im Einzelnen mal genauer anschauen. Der Delike Alpha Ice Crystal Blue. Ich habe ihn in der Zwischenzeit mit Tinte befüllt und da kann ich euch auch gleich mal die Maße und Gewichte dazu mitteilen. Also er wiegt befüllt mit Tinte 15,2 Gramm und er misst ohne Kappe 11,2 cm. Mit der Kappe misst er 11,7 cm und mit aufgesteckter Kappe, was sich hier sicherlich empfiehlt, misst er 13,5 cm. Dann kommen wir mal zu den einzelnen Bestandteilen und dann beginnen wir mal damit, dass wir uns die Kappe genauer anschauen und wir schrauben sie erstmal ab. Mal schauen, wie viele Umdrehungen das ergibt. Eine Umdrehung, anderthalb Umdrehungen. Legen wir mal nebenhin und betrachten mal die Kappe. Ihr könnt hier schon sehen, wenn ich hier meinen Finger drunter halte, unter die weißen Flächen, da seht ihr schon, dass das den Lichteinfall deutlich mindert. Daran könnt ihr erkennen, es handelt sich hier um ganz feines, ganz dünnes Material. Die Kanten sind überhaupt nicht irgendwie scharfkantig oder so, ist also sehr fein gearbeitet. Und wie gesagt, ist ein ganz feines, dünnes Material. Hier mal der Blick ins Innere, leichte Innenkappe am Ende. Hier kann man auch nochmal deutlich sehen, wie dünn das Material ist, wenn ich hier meine Hand wegnehme. Dann wird es am anderen Ende, am Kappenkopf, schon sehr hell. Ich finde, das ist toll zu sehen und macht natürlich dann mit Licht oder im Gegenlicht ein ganz tolles Bild. Also eine sehr schöne Farbe mit sehr schönen Effekten. Die Kappe ist aus einem Stück gearbeitet. Ich habe hier nirgendwo irgendwelche Kanten oder Ansatzstücke gefunden. Hier oben, ich muss das mal ein bisschen näher ranbringen, mal gucken, ob man das so sieht. Ja, so sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ist wie so ein kleiner Absatz drin. Aber auch das wirkt aus einem Stück. Also es sieht nicht aus, als wäre dieser Kappenkopf oder dieses Endstück, wäre das extra eingesetzt. Ja, der Clip, der scheint mir hier auch recht fest dran zu sein. Ich habe schon gerade bei den Metallmodellen es erlebt. Ich habe auch ein Metallmodell, da ist der Clip hier im
auf der Kappe recht locker, sodass der Clip eigentlich nahezu funktionslos ist. Das haben wir hier nicht das Problem, also der ist recht fest und der Clip selber, ja, ist ein relativ weicher Clip, ihr hört es hier, aber ich glaube dennoch funktional und ich glaube, ein zu fester Clip würde auch das dünne und leichte Material hier beschädigen. Ja, so viel zur Kappe. Dann kommen wir zum Füllfederhalter selber. Also auch hier alles im gleichen Acrylharz gefertigt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Manchmal hat man ja gerade den Fall, dass das Griffstück dann ganz normal aus schwarzem Kunststoff ist. Aber hier ist alles aus einer Farbe, aus einem Acrylharz gemacht. Das sieht sehr gut aus. Dann schrauben wir mal den Schaft ab. Schauen uns den mal separat an. Auch hier kann man wieder sehen, ganz dünnes, feines Material. Aus einem Stück gefertigt. Auch hier am Abschluss oder Endstück. Es gibt eigentlich kein echtes Endstück, sondern das ist aus einem Stück gefertigt. Ja, dieselben dünnen Materialien. Alles sauber, wenn ich so mit den Fingern drüber gehe, sauber und ohne Probleme, also ohne Grate oder sonst irgendwelche Produktionsreste verarbeitetes Material. Also alles sehr schön gearbeitet. Und die Farbeffekte seht ihr hier auch wieder so ein bisschen. Können wir mal einen Blick wieder reinwerfen. Auch hier seht ihr, wenn ich dann mit dem Finger außen lang fahre, wird es hell und dunkel. Also ganz feines, ganz dünnes Material. Und ich finde, das sieht sehr schön aus, wenn man da so reinschauen kann. Ja, so viel zum Schaft. Dann kommen wir zum Konverter und zum Griffstück. Wie gesagt, hier schon mit Tinte befüllt. Ich habe eine ganz normale, euch allen bekannte Standardtinte verwendet, und zwar die Pelikan 4001 in Königsblau. Ich finde, Königsblau passt hier sehr schön zu diesem Füllfederhalter. Der Konverter, typischer chinesischer Konverter, nicht gebrandet, nichts Besonderes. Ja, Griffstück hatte ich euch schon gesagt, aus demselben Acrylharz gefertigt wie der Rest des Füllfederhalters. Hier auch mit Kunststoffgewinde. Ansonsten auch von den Maßen her, von den Abmessungen her, wenn man ihn so anfasst, entspricht er genau den Maßen, die ihr auch von dem Metall D-Like Alpha kennt. Ja, zur Feder kann man hier noch mal ein bisschen näher ran zeigen. Die ist noch auch gebrandet, die Like Super Quality. Da könnt ihr das sehen. Ich stelle nachher wie immer auch noch ein paar Fotos bei mir auf der Website ein. Da könnt ihr euch das noch mal genauer anschauen. Also gefällt mir auch sehr gut. Das ist eine eigene Feder. Hier haben wir auch schon eine kleine Besonderheit. Wenn ihr ganz unten schaut, dann kann man hier sehen, die ist mit EF. Also extra fein gekennzeichnet, aber wenn ich so drehe, seht ihr hier, dass die Spitze der Feder leicht gebogen ist. Er wird als 0,6 mm, als 0,6 mm Feder wird er angeboten und dann erklärt sich auch, man hat hier einfach die Spitze gebogen und hat aus der extra feinen Feder eine breitere sozusagen gemacht, indem man die Feder mit einer gebogenen Spitze versehen hat. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir setzen ihn wieder zusammen und dann machen wir mal einen Schreibtest. Der Schreibtest. Dann werden wir ihn mal die Hand nehmen. Will ich euch noch mal zeigen. Ihr könnt ihn auch so verwenden. Ich habe relativ große Hände. Handschuhgröße 9,5, 10, sowas in dem Dreh. Würde auch so gehen, aber ich mag ihn gerade bei diesen Taschen- oder Reisefüllfederhaltern lieber aufgesteckt und das klappt hier ganz hervorragend. Also absolut vergleichbar mit dem Metallfüllfederhalter. Den benutze ich auch aufgesteckt. Mag manch einem zu schwer sein. Hier ist das absolut kein Problem. Der Füllfederhalter ist, wie ich euch gesagt habe, schon befüllt mit 15,2 Gramm, ein absolutes Leichtgewicht.
Und ich würde euch empfehlen, den aufgesteckt zu benutzen. Ist, wie gesagt, kein Gewichtsproblem. Und er liegt noch ein bisschen besser in der Hand, als wenn man die Kappe nicht aufsteckt. Okay, dann kommen wir mal zur Schreibprobe. Es handelt sich hier, und wir werden mal sehen, was wir aus dieser Feder rausholen können, um den Delike Alpha in Acrylharz oder wie die Engländer sagen, in Resin. Die Farbe ist Ice Crystal Blue. Die Tinte ist Pelikan 4001 Königsblau. Das Papier ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. So, die Feder, wie gesagt, mit extra fein gekennzeichnet, aber ihr seht es hier schon am Schriftbild, dadurch, dass sie gebogen ist, kann man hier etwas mehr rausholen und es sieht eher aus vom Schriftbild, denke ich mal, wie eine mittlere Feder. Dann werden wir mal einen kleinen Schreibtest machen und ihr könnt mal hören, wie sich der Delike Alpha hier über das Papier bewegt, über das Clairefontaine DCP 160. Ist ein recht glattes Papier, aber ihr habt es in meinen anderen Reviews habt es auch schon gesehen. Ich verwende eigentlich in der letzten Zeit immer nur noch dieses Papier. Okay. Also ich finde, klingt ganz fantastisch. Dadurch, dass die Feder so ein bisschen gebogen ist, hat es auch aus meiner Sicht ein schönes Schriftbild. Schöner als eine extra feine Feder. Ich bin eher ein Freund von etwas kräftigeren Federn. Insofern gefällt mir das sehr gut. Und ihr habt es auch gehört, da gibt es eigentlich jetzt auch kein Geräusch. Es gibt ein leichtes Feedback, was absolut klasse ist, also insofern auch kein Kratzen, was man sonst vielleicht bei einer extra feinen Feder dann das ein oder andere Mal erwarten könnte. Dann werden wir mal, nachdem wir ihn jetzt eine Weile offen gehabt haben, werden wir mal probieren, jetzt schnell zu schreiben und mal gucken, ob er gleich loslegt. Ja, perfekt. Also gar kein Problem. Jetzt schreiben wir nochmal verkehrt herum. Mal gucken, wie das funktioniert mit so einer gebogenen Feder. Habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, ganz grauenvoll. Ihr hört es auch schon. Ja, nicht wirklich schön. Dann schauen wir mal, was wir hier für Variationen rausbekommen. Das könnte ja mit einer gebogenen Feder ganz interessant werden. Schauen wir mal. Wenn wir nochmal ein bisschen anders halten, ein bisschen steiler. Ein bisschen mehr rauskommt. Ja, man sieht hier schon, ein bisschen Variation ist drin. Also sieht ganz gut aus, wenn man hier schaut und hier schaut zum Beispiel oder bei dem Beispiel hier. Und hier, also Variation kriegt man hier aus dieser Feder von Delike schon ganz gut raus. Dann schauen wir mal, wie nass er schreibt. Ja, für eine extra feine Feder, auch wenn sie gebogen, an der Spitze gebogen ist, alles wunderbar. Schöner Tintenfluss, gibt es nichts dran zu meckern. Okay, dann war das hier der Schreibtest und dann möchte ich euch erzählen, was gefällt mir gut. Und was gefällt mir weniger gut
Delike Alpha in Ice Crystal Blue. Ja, was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut? Delike Alpha in Ice Crystal Blue. Hier zeige ich ihn euch nochmal. So sieht er nochmal aus. Ihr seht schon hier, wie schön das Lichtspiel mit dem Acrylharz ist. Und das ist auch schon mein erster Punkt. Also ich finde das Material ganz fantastisch, gefällt mir super gut. Ich finde auch, dass es so dünn ist, dieses Acrylharz. Das macht nochmal den besonderen Lichteffekt aus. Insofern sehr hochwertig verarbeitet und einfach toll anzuschauen mit diesen Lichteffekten drin. Also ganz, ganz toll gemacht. Das Schreibgefühl ist wirklich toll. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin auch mit dem Delike Alpha in der Metallversion, die habe ich auch, bin ich auch sehr zufrieden. Aber hier tut dem auch kein Abbruch, beziehungsweise ist nochmal etwas anderes, weil wir hier ja die gebogene extra feine Feder haben, sodass wir da auf 0,6 oder 0,6 mm kommen. Also toll, muss ich wirklich sagen. Mir gefällt es. Es ist so ein bisschen wie eine mittlere Feder vom Schriftbild her. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das Handling ganz allgemein ist sehr schön. Der funktionale Clip, ich habe ihn euch ja vorhin hier gezeigt, er ist also hier fest dran. Ich kann ihn jetzt nicht so abziehen und er ist auch nicht zu locker, nicht zu fest. Also insofern passt es auch ganz gut zu dem Material, sodass da nichts kaputt geht. Beim Delike Alpha aus Metall ist es nicht ganz so. Da haben wir, oder auch bei den Nachbauten, da ist es oftmals so, dass der Clip eigentlich nicht brauchbar ist, weil er sich ganz leicht an der Kappe verschieben lässt und auch gar nicht dann seine Funktion übernehmen kann. Ja, was gefällt mir noch? Ja, die Aufmachung. Also ich zeige euch hier nochmal die Box. Das Delike Alpha, ich finde das toll. Ich finde auch klasse, dass man so eine hochwertige Box für einen Füllfederhalter nimmt. Auch hier sieht man nochmal von innen, dass das so erhaben gemacht ist. Wenn man schaut, was bekommt man in Deutschland so für um die 30 Euro, dann ist mir jetzt kein Füllfederhalter bekannt, der in einer Metallbox geliefert wird. Also das sieht schon sehr, sehr edel aus und außerdem hat es noch den Vorteil, wenn ich den als Taschen- oder Reisefüllfederhalter mitnehmen will, dann ist er auch in dieser Box entsprechend geschützt, weil ich habe es euch vorhin gezeigt, da ist natürlich auch nochmal diese Samt- und diese Schaumstoff-Einlage drin, sodass er da auch ganz sicher liegt. Und wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann finde ich immer internationale Standardpatronen. Ich brauche nichts Spezielles. Ich kann auch mit Tinte arbeiten, weil der Konverter dabei ist. Wenn ich keine Tinte finde, nehme ich internationale Standardpatronen. Also auch das ist ein großer Vorteil. Ja, was gefällt mir weniger gut? Gibt es eigentlich nur einen Punkt. Es ist ein Klon des Caveco Sport. Also es ist keine Eigenentwicklung. Ich zeige euch nochmal, jeder wird das sofort erkennen. Das ist ein Caveco Sport-Klon. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Da wollen wir auch gar nicht drum herum reden. Was mir allerdings auch einen gewissen Vorteil bietet hier ist, dass ich, wenn mir das Design des Caveco Sport gefällt, dann habe ich hier mit dem Delike Alpha die Möglichkeit, unkomplizierter an Tintenpatronen zu kommen. Und auch Standard-Konverter passt ja rein. Also es ist jetzt kein besonderer Konverter. Ihr habt es vorhin gesehen in meinem Test. Das ist ein ganz normaler chinesischer Standard-Konverter. Also insofern ist es etwas einfacher, hierfür, ich sag mal, auf Reisen im Ausland dann auch entsprechende Patronen bzw. Ersatzteile zu finden. Wenn einem jetzt, was jetzt auch noch nicht so häufig passiert ist, schätze ich mal, auf der Welt der Konverter kaputt geht. Aber wie dem auch sei, es bleibt ein Klon des Caveco und der Designpreis geht nicht an die Like, sondern der ist eindeutig bei Caveco. Ja, das ist aber auch schon der einzige Nachteil und deswegen fällt auch mein Fazit relativ kurz und deutlich aus. Ich würde mir auf jeden Fall wieder kaufen.
30 Euro bei AliExpress ist jetzt kein super Schnäppchen für einen chinesischen Füllfederhalter, aber ich finde, die ganze Aufmachung, das Schreibgefühl, das Material lohnt sich absolut. Ihr wisst wie immer, ich bekomme da nichts für. Ich habe leider auch keinen Gutschein für euch. Schaut euch auf AliExpress um. Es gibt ein, zwei Händler, die haben den da im Angebot. Um die 30 Euro mehr solltet ihr nicht zahlen. Das, denke ich, ist ein realistischer Preis dafür. Und wenn es euch gefallen hat und ihr den kaufen wollt, dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Spaß damit. Und wir sehen uns nächstes Mal bei Ink Up Your Pen.